Willkommen zu einem kleinen weihnachtlichen Vlog. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Und bei uns in der Schule, also wir hatten jetzt unser letzter Schultag und wir hatten noch gerade 4 Stunden, deswegen haben wir jetzt noch Vormittag. Und wir hatten auch so eine Wichtelaktion bei uns in der Schule. Und ich habe, also muss ich einfach mal kurz sagen, ich habe das beste Geschenk gekriegt. Nutella-Glas. Hallo, wer denkt sich so? Das hat immer so wenig Sinn gemacht. Ich denke einfach nur so, wieso? Aber okay. Wir wollten auch ein bisschen mit Saxophon spielen. Hat auch nicht so gut geklappt. Also ich komme nicht von meiner Seite aus, sondern wir wollten noch ein paar mehr da spielen. Hat auch nicht alles so gut geklappt. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier diese Weihnachtsmütze auf. Und das werde ich den ganzen Tag anlassen, weil wenn dieser Vlog wenn ich den hochlade, dann ist es vermutlich schon Weihnachten und dann ist es schön weihnachtliche Stimmung und so. Und ja, mal gucken, was ich jetzt heute noch so alles machen kann, weil es dauert noch ein bisschen Mittagessen. Also ich guck mal gerade hier meine Uhr. 12.04 Uhr haben wir momentan. Und das ist jetzt noch nicht. Das ist jetzt noch nicht so spät. Mal gucken, was ich heute noch alles so machen kann. So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen damit rumgespielt, also mit den Render-Einstellungen. Ich glaube, dass jetzt wirklich etwas besser geworden ist mit der Qualität auf YouTube. Aber ich hoffe, das ist aber nur mal so. Und ich muss jetzt gleich nochmal in den Supermarkt gehen und etwas kaufen, noch ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, ich muss gleich noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen, weil ich drehe jetzt mal die Kamera rum. Ich fange mal einfach mit dem Schreibtisch an. Und das sind ja auch die Lichter, die mich gerade angeleuchtet haben, deswegen das relativ cool aussah. Der muss definitiv aufgeräumt werden, weil das ist sehr unordentlich hier mit den Verpacken. Hier, keine Ahnung, reingeschaut. Hier diese eine, hier, wie heißt es, diese Kamerabecher hier vom Batteriegriff. Das eine sind einfach irgendwelche Verpackungen. Dann habe ich hier noch, das ist eigentlich nicht so unaufgeräumt. Aber hier habe ich dann noch ein bisschen was zu sehen. Hier muss ich das auch noch wegräumen. Das muss eigentlich auch noch da. Da liegt auch noch ein bisschen was. Dann liegt hier auf der Couch natürlich auch wieder standardmäßig was. Und da natürlich auch wieder was. Aber jetzt gehe ich erst nochmal zum Supermarkt, bevor ich das alles mache. Und mache die letzten Geschenke fertig. Und damit habe ich nämlich das geschafft. Und dann muss ich die nicht irgendwie noch so ganz kurz vor Schluss machen. Also es ist ja schon 2 Tage vor Weihnachten. Wo das Video noch kommt, war schon Weihnachten. Also ist nicht mehr so lange hin. So, ich hatte bis gerade jetzt wieder meine Mütze nicht auf. Jetzt aber schon wieder mit einem schönen Bömmel. Und jetzt räume ich aber erstmal ein bisschen auf. Also ich würde sagen, ich fange mal mit diesem Schreibtisch an, weil der sieht einfach recht schlimm aus. So, hier ist auch noch der Batteriegriff. Und jetzt muss ich erstmal hier meinen Kamerarucksack ein bisschen aufräumen. Jetzt muss man in das ganz große Fach reingehen und dann mal gucken, was da alles rein, raus, etc. kann. Einmal würde ich sagen, fangen wir mit dem größten an, was da rein kann. Und zwar der Batteriegriff. Habe ich einen ziemlich prall gefüllten Kamerarucksack. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich momentan ziemlich alles drin, was ich brauche. Nur meine Kamera nicht, aber mit der filme ich halt eben gerade. Und sonst eigentlich auch ziemlich immer. Deswegen musst ihr ja auch nicht da rein. So einfach ist das. Hier noch einen ganzen Haufen, der den Müll kann. Ups, da ist gerade die Belichtung runtergefallen. Aber ich habe jetzt hier eigentlich alles ziemlich gut aufgeräumt. Also wenn man das jetzt mal so guckt. Ist definitiv besser. Dieses Buch packe ich noch weg. Und da gucke ich auch nochmal ab, dass ich das irgendwie besser hinkriege. Auf jeden Fall muss ich jetzt einmal kurz ein bisschen Müll runterbringen, weil da lag halt noch ein bisschen Müll auf meinem Schreibtisch drauf. Wer hätte es gedacht?
Und dann muss ich euch anderen Sachen aufräumen. So, und jetzt packe ich noch die letzten Geschenke ein, also die ich heute gekauft habe. Und ja, deswegen seht ihr, was diesmal so ein Teil ist, weil ich diesmal die Geschenke nicht zeigen werde, weil ich diesmal unterschiedlich immer ziemlich genau erkennen kann, was für was ist. Und deswegen zeige ich erstmal jetzt einfach diesmal nur so die Perspektive. Zwei Geschenke fertig, ist jetzt, Moment, ich muss einmal, kann das einmal kurz zeigen, ist jetzt so ein großer Haufen an Geschenken. Ja, das denke ich eigentlich ganz ordentlich. Und ja, jetzt muss ich eigentlich, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen mein Zimmer weiter aufräumen. Und ich muss gleich noch zum Friseur, damit mal wieder ein paar von den Haaren, obwohl es sogar nicht so viele Haare, wieder abkommen. Aber da sehen wir uns, glaube ich, einfach nach dem Friseur wieder. So, ich bin jetzt am Friseur zurück, deswegen sehen vielleicht auch meine Haare ein bisschen komisch aus, aber sehen sie sonst eigentlich auch immer. Aber auch beim Friseur habe ich mein erstes Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ja, ganz toll. Kann mal gucken, was da wohl drin sein wird. Oh, was ist drin? Da ist einer. Daneben stand ein Korb. Also hat man ihm sowas gegeben. Und daneben stand so ein Korb. Schon drauf. Pearl Styler 2 Euro. Das ist also ein Geschenk für 2 Euro. Nicht so schlecht, aber ich momentan benutze ich eigentlich, wenn ich meine Haare so mache, dann benutze ich immer so einen Wachs. Kein Gel. Kann ich natürlich auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade noch ein Video hochgeladen und habe noch ein ganz bisschen am Best-of weitergeschnitten. Und ich wollte einmal kurz was sagen. Die 100 Abonnenten habe ich zum Teil durch Aromatics erreicht. Deswegen ist einfach mal in der Endcard einmal verlinkt, wenn ich nicht vergesse. Also einfach am Ende, da sind ja diese, habe ich jetzt mal für diese Einblendung gemacht. War auch beim vorletzten Video, glaube ich. Da habe ich das zum ersten Mal gemacht. Da habe ich, glaube ich, dann vorletzten habe ich das gemacht. Danach habe ich es nicht gemacht, aber das muss ich auch mal wieder dann machen. Das finde ich eigentlich relativ cool. Und ja, eigentlich habe ich heute gar nicht noch so viel vor. Da war schon fast 20 Uhr. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Vergesst nicht, auf den Abonnieren-Button zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.